Wir machen heute endlich wieder ein Opening Battle und zwar im Duell gegen Lukas. Dabei haben wir den neuen Brawl Pass Plus aus der Februar Season, den wir heute schon spielen können, mit dem neuen Brawler Larry und Lowey. Viel Spaß! Creator Code JoJonas. Und damit haben wir einen völlig neuen Account, 1 von 75 Brawlern. Und das Beste ist, sogar der neue Brawler Larry und Lowey ist schon dabei. Also auf geht's. Ja. Wir legen los mit dem ersten Teil, das ist praktisch der Free Pass, also der, den man kostenlos bekommt. Danach haben wir den Brawl Pass und dann zum Ende den Brawl Pass Plus. Also es wird super interessant werden. Und auch jetzt haben wir schon den ersten legendären Stardrop dabei. Ich würde sagen, Lukas, Oha. Bist du bereit? Ja, ich hab Bock, ich bin ehrlich. Okay, ich bin auch bereit. Richtig abgeholt durch, außer diesen jetzigen, ne? Das stimmt, weil das ist jetzt der Februar-Pass, also würde ich sagen, den gibt's jetzt auch noch gar nicht. Den gibt's eigentlich noch gar nicht im Spiel und wir können direkt reinstarten, genau. Ich würde sagen, du musst eigentlich gar nicht so groß, oder wobei die, ich würde sagen, wenn wir so mindestens einen epischen haben, können wir auf den Sander warten jetzt am Anfang. Legendär natürlich auch warten, ja, aber ansonsten okay. Eigentlich hier relativ schön reingehen, hätte ich gesagt. 100 Credits direkt, ja. Dann ist hier direkt der nächste Stardrop. Und die Punkte zählen so für die Brawler-Seitenheit. Ja, oder? Also die Punkteskala seht ihr jetzt, würde ich sagen, einfach mal eingeblendet, wie immer. Oh. Ein Punkt. Oha, warte mal auf mich. Legendär! Okay, da ganz kurz. Also ein Punkt für... Oh, ich will erstmal Nita. Ein Punkt für Let's den Seltenen, go. Wie Nita. Zwei Punkte für den super Seltenen, dann 3 Punkte, 5 Punkte, 10 Punkte und wieder ein Punkt. Und wir machen 2 Punkte für jeden Skin. 2 Punkte für jeden Skin dieses Mal. Punkteskala müsste auch eingeblendet sein. Mhm. Und ich würde sagen, den mache ich noch. Ja, mach einfach. Komm, dann habe ich eh nichts. Soll ich? Ja. Und? Ja, Digga. Ja, Münzen. Wichtig. 1000 Münzen, sehr, sehr geil. Der auch eine Menge Gems übrigens im Pass, ne? Also mit dem Brawl Pass Plus kriegst du insgesamt in dem Brawl Pass, rat mal, wie viel du Gems kriegst. Was denkst du in so einem Brawl Pass Plus? Was denkst du? Vielleicht so 100? 150 tatsächlich. Ah, okay. Schon nicht schlecht, da kriegst du schon fast einen mythischen Skin für, ne? Immer on top so, das ist eigentlich auch ganz geil. Echt gut, ja. Okay, schon mal zwischenstehen 140 jetzt, okay. Nochmal 10 Credits. 150. Ja, so... Es geht. Ich meine, ich bräuchte halt, ich hoffe halt vor allem auf den legendären Startup halt am Ende, ne? Sag ich ehrlich. Oh ja, der wird sehr nice. Ja. Dann kriegt man auch so, du meinst ja so eine Wahrscheinlichkeit irgendwie von wie viel Prozent? 5? Das ist ein legendärer? Ey, also oder? Von deiner Erfahrung, ich hatte irgendwie so 100 Stück geöffnet einmal. Ja. Ich hatte die ja auch kostenlos bekommen, ne? Weil es sie als kostenlose Belohnung gab. Da habe ich ohne Witz so, ich glaube sogar, ja, so 5 legendäre Brawler aus 100 Stück gezogen. Alter. Das ist schon ziemlich krass eigentlich, ne? Also, naja, deswegen. Okay. Wie findest du den Pass eigentlich allgemein? Würde mich immer interessieren. Ja, tatsächlich, also als ich erstmal gehört hatte, so ja, keine chromatischen Brawler mehr im Pass und so dachte ich so, oh je. Ob das so gut wird. Ja, ja. Und, oh, lol, ich habe einen Skin gezogen. Ah, das sind 2 Punkte, das ist nicht schlecht. Je, ja. Aber ist erst der erste Teil, mal schauen. Genau, aber als ich dann halt so gehört habe, ja okay, man kann sich so einen beliebigen Brawler freischalten, hier sieht man es ja auch gerade, ne? Oh, Alter! Ja, ich habe den legendären Startup. Soll ich warten kurz? Achso, ist geil, der vom Ende? Die Funktion. Das ist nicht der vom Ende tatsächlich, nee. Ah, okay, ja. Ich mach einfach, komm. Ja. Och man, aber die Chance irgendwie 1000 Münzen aus dem legendären Startup zu kriegen, ist doch irgendwie höher, als ich dachte. Ich hätte irgendwie schon echt oft 1000 Münzen da draus bekommen, keine Ahnung warum. Das schmerzt dann immer ein bisschen. Ja, oh, ich hab's auch Jesse schon mal. Aber als ich dann so gehört hatte, okay, beliebigen Brawler und dann zum Beispiel Larry und Lowey kann man ja dann auch direkt freischalten, quasi. Ja, ja. Das ist schon echt nice, ne? Muss man schon sagen. Ja, also vor allem, wenn es halt drauf ankommt, ob man halt den neuen Brawler, der ja jede Season jetzt rauskommt, was ich auch schon mal geil finde, ob man den auch direkt freischalten kann, ne? Ja. Das ist halt das Ding. Aber und natürlich schade, dass es nur mit Geld geht, ne? Ja, das ist halt der große Nachteil. Aber dafür kriegst du als Free-to-Play-Spieler trotzdem mehr insgesamt, was ich auch wieder krass finde, ne? Muss man wirklich sagen. Ich hab noch, das gibt's nicht. Hä? Hä? Noch ein? Das ist der dritte. Okay, ich öffne schon. Also der dritte dann... Ah, aber es sind 2 Punkte. Es sind Alter. 2 Punkte. Das ist nicht schlecht. Der Boxer, nicht schlecht. Ja, dann haben wir insgesamt auch locker schon so 10 legendäre Stardrops, weil die kriegen ja dann nochmal welche gleich. Mhm. Toll, das ist schon krass. Also werden ja dann auch noch weitere Pässe dann kaufen. Poco. Wo weit bist du? Ich bin jetzt gleich schon am Ende vom Free Pass angekommen. Ich bin jetzt Stufe 44 hier gerade. Okay. Genau, der hat ja weniger Stufen jetzt auch, ne, als vorher. Richtig, also darfst nicht vergessen, es ist natürlich auch jeden Monat. Also eigentlich hat er ja 100 Stufen dann in normalen Season-Zeit. So gesehen ist es eigentlich wieder krass. Stimmt. Ich gehe schon mal drauf. Davor war es ja so alle 2 Monate, richtig? Genau. Hä, wieso hast du denn weniger als ich? Wieso bist du jetzt erst bei... Bin ich verwirrt oder habe ich ein paar Credits bekommen? Keine Ahnung. Also ich weiß, wir schauen uns da gleich den Zwischenstand an. Ich bin gerade echt verwirrt. Keine Ahnung, wer jetzt gerade... Nee, jetzt hast du ja mehr Glück gehabt. Ja. Okay, und legendärer Stardrop. Oh mein Gott. Und... Poco. Oh!
Oh, Jesse. Sommerfan Jesse. Okay, okay. Ja, ich habe einen Hypercharge bekommen. Okay, kurzer Zwischenstand. Das heißt, der Free Pass. Ich habe 3 seltene, 1 super selten. Wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, aber dafür ja, schon ein paar Skins mehr. Okay, dann gehen wir jetzt direkt in den normalen Brawl Pass. Und damit kommen wir zum Brawl Pass Teil. Das ist der zweitbeste Part. Der wird in Zukunft, oder der wird ab jetzt eben 7 Euro kosten, bevor wir dann zum Brawl Pass Plus kommen. Und damit würde ich sagen, okay, damit geht's los. Ich würde mal sagen, ja komm, ich ignoriere jetzt mal so die Sachen, die man jetzt nicht braucht. Also Powerpunkte, Münzen und so kann man jetzt liegen lassen. Was wir vor allem jetzt öffnen werden, sind natürlich die Stardrops und natürlich auch die Belohnungen, die wir sonst so sehen. Also zum Beispiel jetzt hier dieser... Mythisch? Nee. Drachenpin. Also Pin, genau. Pin holen wir jetzt auch ab, ne? Ja, hätte ich schon gesagt, weil es ja schon mal interessant zu sehen ist, was man halt so bekommt, natürlich im Pass dann als Brawl Pass Nutzer. Ja. Ja, die Münzen ignoriere ich jetzt mal, komm. Und Bling und, auch, oder? Ja, Bling habe ich jetzt auch ignoriert. Okay, interessant ist vor allem halt eher diese Freischaltfunktion, die du natürlich dann bekommst zur Stufe 25, ne? Das ist natürlich vor allem spannend. Oh, nochmal ein mythischer Star-Drop. Ah, ein epischer Pin, okay. Boah, Brock oder Barley? Was findest du besser? Ich gehe, glaube ich, mit Brock. Ja, ja, safe Brock. So, jetzt habe ich auch Jackie hier. Und muss mich da wahrscheinlich auch entscheiden. Boah, die Gems kann man eigentlich auch mitnehmen. Also insgesamt 150 Stück mit dem Brawl Pass Plus. Aber ich nehme jetzt mal hier, ich muss mal so mit dem normalen Pin. Selten. Ist okay. Cool. Okay, hier nochmal ein Stardrop. Also bisher ist jetzt irgendwie nicht so viel drin, ne? Haben wir, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt bisher. Ja, hast schon, du schon Brock? Wo bist du jetzt? Ja, ich habe jetzt auch schon Brock, genau. Also, okay. Glaube ich, ähnlich weit wie du. Du bist episch. Okay, was kriege ich jetzt? Bo oder Ems? Ich sag ehrlich, Bo ist aktuell sau stark. Die haben 20% Schaden-Buff gegeben, ne? Einfach. Echt? Ja, ja, so übel krass. Krass. Ich würde jetzt trotzdem mal Ems nehmen, weil ich habe noch nicht diesen neuen Bo dann gespielt bisher so. Der ist auch nochmal cool. Den auch mal so einen Daumen hoch Drachenpin. Den bekommt hier auch einen Pass. Ah, die Münzen skippe ich jetzt, wie gesagt, mal. Der ist super selten. Also irgendwie die Startups, die hatten zwar schon legendäre. Das Problem ist halt einfach, irgendwie haben wir gar nichts bekommen aus den legendären. Naja. Ja, das ist hier so ein schwitzender Drachenpin. Und wir sind erst im vorderen Drittel, müsste ich überlegen. Ist schon krass. Ein schwitzender Drachenpin. Wie nennst du denn der mit dem Schweißdings da, hä? Der Tryhard. Der Tryhard, okay. Oh. Wie findest du das Spray? Hast du das schon wahrscheinlich? Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ah doch, ja. Der Clown-Spray. Boah, ne? Ist okay, ist okay. Ganz ehrlich, man verwendet Sprays noch nicht wirklich. Nee, ich auch nicht. So, jetzt eine Sekunde, ich bin fast da, hab noch einen Stardrop. Ja, so. Jetzt ist halt krass. Jetzt Larry, das ist die Funktion. Ne? Wie findest du die erstmal? Alter, ist schon geil, Lord. Oder? Oh mein Gott, der Geist ist krank. Hast du noch gar nicht gesehen? Nein, nein, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss man durchscrollen, ist krass, oder? Lol. Ist schon echt, du kannst ja jetzt wirklich jeden Brawler aus, wobei ein seltener wäre halt übel lost oder super seltener, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, da wären wir noch echt lost, oder? Und das Interessante ist halt, die 1000 Credits sind ja eigentlich sogar mehr wert als der epische, ne? Wenn du drüber nachdenkst. Mhm. Also ich hole mir erstmal die 1000 Credits einfach. Echt? Ja, ich hole mir am Ende Larry und Lobby einfach, ganz ehrlich. Okay. Wenn du willst, kannst du ja andersrum machen. Soll ich jetzt erstmal Larry und Lobby? Ja, dann ist andersrum. Ich mache die 1000 Credits einfach, schauen, was ich damit kriege. Und guck mal, das ist halt krass, weil der Bau war noch reduziert. Lol. Wie das aussieht, wenn man die freischaltet. Voll witzig. Die sind geil, oder? Zusammen, ja, ja. Ja, ja, ja. Dann habe ich jetzt instant noch einen seltenen. Das ist schon krass eigentlich jetzt in der Kombi. Jetzt habe ich instant noch Barley. Mhm. Und wie viel habe ich jetzt noch übrig? Kriege ich auch noch? Das ist schon geil eigentlich. Überleg mal, 1000 Credits hauen auch schon ganz schön rein auf so einem neuen auf dem Account. Und ich glaube, danach habe ich immer noch was übrig. Und zwar für den epischen jetzt Ems. Ich mach mal B. Was? Nicht schlecht. Das ist schon krass eigentlich, oder? Ja, ja, doch. Muss man sagen. Ja, ja. Also 1000 Credits, das haut schon echt gut rein. Haben sie, finde ich, echt einen guten Job eigentlich gemacht mit der Idee. Damit haben sie den Pass, finde ich, eigentlich echt ganz gut wieder aufgewertet. Mhm. Der weint. Nehme ich hier mal Barley. Ich nehme das mit. Oh, Ding. So, jetzt Stardrop mal wieder. Epischer Stardrop, ja. Ich verstehe nicht, wie wir so dreimal einen legendären kriegen konnten. Jetzt irgendwie gar nichts mehr. Der ist cool, guck mal. Der ist geil. Oh, der ist echt nice. Ja, ja, der ist wirklich gut. Selten. Ja, also irgendwie kommt da gar nichts raus, keine Ahnung. Credits nochmal. Aber ich krieg jetzt zumindest schon mal B. Ah, du kriegst jetzt Barley, ist auch interessant, das haben wir halt wahrscheinlich auch so in verschiedenen Cycle. Der ist ganz cool. Ja, ja, ja. Jetzt super selten, muss ich aussehen. Leute, ich hab irgendwas gedrückt. Was? Weg. Deine Mike. Hey, ich drück auf irgendwas, irgendwie öffnet sich zwischendrin gerade irgendwas, die ganze Zeit, weil ich auf irgendwas drücke. Okay. Lol. Ja. Jetzt wieder nicht. Klatschender Pin noch. So, genau der. Boah. Ja, der ist echt cool, der Pin.
Ja, Leute, so wie es aussieht, ist es eigentlich so ziemlich schon am Ende hier vom Brawl Pass. Und dann kommt halt nochmal der Brawl Pass Plus. Ich kann da mal schauen. Hier, ja. Das ist immer ein geiles Spieler-Icon. Alles zum Jahr des Drachen auch. Nicht schlecht. Let's go. So. Und damit haben wir nochmal B freigeschaltet. Und am spannendsten ist natürlich immer der legendäre Startup ganz am Ende, ob der nochmal irgendwas entscheiden kann. Bull oder Cole? Da nehme ich, glaube ich, lieber noch Bull, sage ich ehrlich. 101. Da sehen wir schon, plus hätten wir jetzt halt noch eine weitere Skin-Variante bekommen für diesen Kitboxer-Skin. Haben wir jetzt noch nicht bekommen. Aber dann gleich. Episch. Und das war's. Das sind die letzten. Ah, den Kitboxer kriege ich noch. Den Kitboxer? Ja, der heißt so, hä? Ja, das hört sich lustig an irgendwie. Kitboxer. Ich nehme mal Tick einmal. Den werden wir auch noch safe kriegen. B habe ich jetzt einfach mal hier gewählt. Okay, dann einmal hier. Zack. Hier, guck, das ist der Kitboxer. Lol, warte mal. Hä, wie? Du hast jetzt den Skin ohne den Brawler zu haben. Ach so, ja, das geht auch neu. Du kannst jetzt auch Skins ziehen. Ja, dann hast du die da. Schau mal, ziehe ich. Das ist auch noch irgendwie ein Tresor oder so, pass auf. Ah, ich kann auch wechseln. Ich kann direkt wechseln. Aber den kostet mich 3800 Credits, mache ich, glaube ich, deswegen nicht. Oder? 3800 ist nicht reduziert. Ist es nicht reduziert? Das war letztens noch reduziert. Ja. Aber glaubst du, die wollen damit einfach nur boosten, dass sich Leute diesen Kit-Brawler noch kaufen? Oder? Boah, gute Frage eigentlich. Kann natürlich sein, dass ich dachte, mehr in den Brawler kaufen werden, ne? Ja. Okay, pass auf, ich glaube, es ist dann so. Hier, Shop. Hier, siehst du da Tresor? Lol. Und das soll dann halt wahrscheinlich boosten, dass wenn du schon mal einen Skin für irgendeinen Brawler oder so gezogen hast, dass du auch natürlich unbedingt dann den auch haben willst. Du kannst auch Hypercharges und so ziehen für Brawler, wo du nicht Power 11 hast. WTF. Ja, ist schon krass eigentlich, ne? Aber irgendwie auch ein bisschen random dann. Ja, okay, krass. Das ist schon ein bisschen weird, ne? Ja, schon. Okay, ja, weil ich habe mich auch gerade gewundert, dass halt so ein Kid-Skin drin ist. Oh! Ups, sorry. Okay, alles gut, ich mach. Oh. Ja. Egal, wir kommen zum Highlight, würde ich sagen. Wir kommen zum Brawl Pass Plus, auf geht's. Jo, okay, let's go. Hier nochmal der Skin. Nochmal 2 Punkte, wichtig. Oh Mann. Let's go. So, und damit kommen wir zum ersten Mal zum Brawl Pass Plus für die Season Februar. Und jetzt haben wir die maximalen Belohnungen. Das Spannende natürlich vor allem, was nochmal eine extra Belohnung für den Brawl Pass Plus gibt. Wir werden es nicht alles zeigen, aber ihr seht, hinten dran sind dann halt so extra Belohnungen für Bling und so. Und Münzen und Powerpunkte. Wir wollen natürlich vor allem sehen, was wir noch so ziehen können. Damit würde ich sagen, auf geht's. Ich werde jetzt vor allem halt die Startups und die Credits. Oh, du hast einen mythischen sogar bekommen. Oh ja, aber leider ohne Inhalt. Ja, schade, Mann. 340 jetzt hier, super selten. Let's go. Ja, jetzt auch einer mythisch. Nee, auch Münzen. Ja, ich hab direkt den nächsten irgendwie geöffnet. Keine Ahnung, hä? Toll. Okay, nächster Brawler bei mir ist Tick schon mal. Ist okay. War ich ehrlich. Nehme ich mit. Und? Also ich hab gleich B auf jeden Fall. Boah, was sagst du? Ems, Frank oder Stu? Ems, oder? Ja, oder ist Ems aktuell lost? Boah, Frank ist aktuell sehr schlecht. Stu ist immer okay, würde ich sagen. Ems ist ganz okay, aber nicht so stark aktuell. Oh, ich habe einen mythischen Star-Drop. Gönn! Ja, Digga. Also, ohne Witz. Ich habe auch einen. Sekunde. Hä? Also, wir hatten heute auch so mehrere Legendäre. Wir hatten so viele Legendäre geöffnet, die wirklich nichts bekommen. Hä? Übel also, unlucky, keine Ahnung. Ich weiß. Oh, ein legendärer Star-Drop. Oh, jetzt. Soll ich warten auf dich oder soll ich? Mach einfach auf, komm. Ich schau zu. Okay. 3, 2, 1. Gönn! Oh, das sieht auch so lost aus. Ey, aber jeweils 2 Punkte für einen Skin summieren sich auch. Ich glaube, du könntest auch damit jetzt vorne sein. Ich müsste dann immer irgendwie rein. Oh, ich habe mich Münzen abgeholt. Ich müsste dann immer irgendwie reinlacken und jetzt irgendwie vielleicht so einen Legendären oder so nochmal kriegen. Die habe ich jetzt auch noch freigeschaltet. Nice. Jetzt kommt wieder ein Seltener. Also, ich sag jetzt schon, ich werde auf jeden Fall bei der Freischaltfunktion Larry und Lowy nehmen, dass ich hier noch freigeschaltet habe. Ja. Episch. Ja, das ist schon echt krass mit Barry und Lowry. Ja. Okay, ich bin bei der Freischaltfunktion. Bist du auch schon dabei? Nee. Oha, Cold. Oh, Cold. Ist mal Cold, immerhin. Ist nicht schlecht. Ja, und jetzt kommt wieder super selten. Dann nehmen wir mal Karl die Kloschüssel. Ja, kann man eh nehmen. Und okay, dann kommen wir auch zur Freischaltfunktion, ne? Ja. Dann würde also ich sagen, realistisch würdest du eher 1000 Credits nehmen normalerweise oder halt wahrscheinlich kommt es einfach drauf an, was du jetzt halt am nächsten Starfight hast, ne? Je nachdem, was du halt überlegen, ne? Ich glaube jetzt die 1000 Credits, weil ich habe ja schon Larry und Lowry jetzt. Ja, stimmt. Achso, mach ich jetzt andersrum. Wo ist Larry und Lowry? Okay, dann stelle ich schon mal Larry und Lowry frei. Und ich gönn mir die 1000 Credits. Ui, ja. Und damit müsstest du jetzt wahrscheinlich einiges kriegen, ne? Mal schauen. So, einmal Karl, die Kloschüssel. Ja, das sind schon mal zwei Punkte. Nee. Episch jetzt, ne? Ja, aber schaffst du, glaube ich, sogar. Meinst du?
Ja, nicht. Nee. Doch, doch, aber klar, ich mit den Credits halt danach meine ich. Das ja, mit den epischen. Mit den beiden jetzt habe ich nochmal Bo. Oh, guck mal, ich bin mit 911 jetzt genau. Was bist du? Hä, warte, es gibt, Alter, 24 epische Brawler. Ja, ja, du musst mal in die Seltenheiten schauen. Guck mal, jetzt hier rein. Pass auf. Oh, weil die ja alle umgewandelt haben. Guck dir das an. Und die mythischen auch. Ey, Bro, Alter, das ist die legendären. Das gar nicht realisiert. Nee, 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 das oh haben die mit abgeändert, ne? Das ist krass eigentlich. Es gibt halt so wenig seltene und super seltene. So 8 seltene und so 10 super seltene. Und dann so 50 epische und mythische einfach. Ist halt crazy. Das ist unfassbar. Ja, wie findest du das? Oh, Rico gezogen aus dem mythischen Star Drop. Also ich sag ehrlich, ich finde die niedrigeren Seltenheiten müssen schon auch eine größere Rolle spielen, oder? Ich weiß nicht so recht. Mhm. Ist halt irgendwie, die sind halt irgendwie unnötig geworden, so ein bisschen, die unteren Seltenheiten, wenn man ehrlich ist. Ja. Irgendwie finde ich finde es einerseits ein bisschen schade, dass Komatische Brawler nicht mehr da sind, aber ich fand es ein bisschen kompliziert und dann gab es so viele derzeit. Ja. Weiß nicht, ne? Ja, ja, es sind echt so viele geworden, muss man wirklich sagen. Aber sind aktuell legendäre Brawler noch so geisteskrank oder hat die jetzt eh jeder mit? Boah. Ja, nee, also eigentlich hat jeder schon einen legendären, wenn man ehrlich ist, ne? Also ich meine, es gibt halt 10 Stück inzwischen auch. Du kannst halt so viele verschiedene ziehen. Mm. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, wie selten ist es, einen legendären zu haben. Ja. Aber ja, also die meisten, also eigentlich hat schon fast jeder einen, so ziemlich, denke ich zumindest mal. Die leisten spielen halt auch einfach schon länger, da musst du sowas auch überlegen. Ja, okay, klar. Aber so eine Seltenheit über legendär. Oh! Nochmal. Nee, ist gar nicht mein Thema. Bull. Ah, wo okay. ist der Skin versteckt? Hinter den 10 Gems, oder? Nee, wo ist der Skin? Hier, 1000 Münzen. Hä, wo ist denn der Skin versteckt? Da ist der Plus. Ah, lol. Da ist dieser Plus-Skin. Also hier haben wir zwei Farbversionen, ja. Ich finde das mit diesen gestackten Skins ganz komisch. Also, oh, ich kann Mordes freischalten. 50% reduziert. Es ist halt ein bisschen verwirrend, weil du halt musst halt erst so richtig checken, was halt hinten dran versteckt ist, ne? Ja. Das ist halt echt ein bisschen schwierig, das stimmt natürlich. Pitboxer Dunkelpfote. Ja. Eieiei. Hier, und das ist Kidboxer Braun. Nee, wie heißt der? Nicht Braunpfote. Goldpfote. Goldpfote, ja moin. Es ist zwar nicht so mein Skin-Liebling, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber der Pass an sich ist schon wieder ganz geil. Also eigentlich wegen Larry und Lowey ist er halt vor allem übel krass, ne? Fairerweise. Ah, goldener Drache jetzt auch hier. Ich habe irgendwie die Hälfte der Credits vergessen, weil ich dumm bin. Da ist die große Frage: kriege ich Mortis noch hin? Guck mal jetzt hier, 486. Oh, das wäre dumm, wenn ich jetzt nicht ganz hinkriegen würde. Oh nee, ich glaube, ich schaff's nicht ganz. Ich habe noch ein paar Drops. Ja, das aber ist unlucky, ja. Hinter so Münzen oder Gems sind auch nur weitere Gems oder Münzen, ne? Nee, ich glaube, bei den einen war so bei Münzen. Guck mal hier, ich kann mal schauen. Auf Stufe 46 und 48 waren die Farbvarianten versteckt. Ach lol, was? Ja, ja, deswegen. Es ist halt hä? Irgendwie, ja, sehr das checkt man auch wirklich nicht. Das checkt man wirklich. Das müssen die noch verbessern vom Design, sag ich ehrlich. Und 46 ist was gewesen? Ja, den habe ich. Ich sammle mal die ganzen Gems eigentlich an. Dann können wir die eigentlich auch nochmal ausgeben. Mal schauen. 100. Tag. 70, okay. 80. Also Gems sind eigentlich schon viele inzwischen drin. Das ist ganz cool, sag ich ehrlich. Was sind schon 220? Klar, weil es auch mehrere Pässe. Bei einem Brawl Pass Plus sind 150 drin. Das ist schon ordentlich. Stopp mal eine Sekunde, ich krieg 10 Münzen, weil ich den Kidboxer schon habe. Was ist das denn? Ja, ja, ich auch eben. Okay, ah, ich hab einen Titel. Egal, können wir gleich abholen. Oder hast du schon? Oh mein Gott. Okay. Hä? Ah, Lord. Boah, ich wollte gerade sagen, es wär's gewesen. Okay, vielleicht jetzt mal reinlacken. Okay, würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Oh! Ah, Neko B. Ich dachte, beide ein Brawler. Schade, Mann. Ja, Summer ja. Fan Jesse. Aber doch einen Titel haben wir hier mitgenommen. Goldener Drache. Komm, ich kaufe mir jetzt noch Mortis. Ich will noch 31 Gems. Ich kaufe mir den jetzt einfach so. Okay, okay. Ja. Kaufe noch mal Tara. 35 Gems, perfekt. Ja, okay, krass. Okay, Leute, würde ich sagen, wir haben jetzt noch die Gems. Ich habe jetzt noch 219 übrig. Die dürfen wir jetzt noch optimal einsetzen. Ich habe also 155. Also ich kann leider, glaube ich, keinen epischen Brawler mehr hier holen. Also ich glaube, am schlauesten von mir ist eigentlich mal, wenn ich jetzt hier selten kaufe. Guck mal, Cole zuerst. Der war jetzt extra im Starpfad. Das ist egal, den skippe ich jetzt hier, 8-Bit. Ich hole mir mal Tick auf Ehre. Dann ist das, denke ich, auch ganz schlau. Browser, weil ich glaube, die seltenen, ich glaube, tendenziell am meisten gegen die von den Punkten ja, wenn man die unteren, nee, wobei. Ich muss überlegen. Na, ich konnte leider nur einen seltenen und einen super seltenen holen. Jetzt sind meine Gems ziemlich alle. Also ich glaube, am schlauesten ist noch ein epischer als bei mir kommen. Nein, mir fehlen 8 Gems. Da muss ich jetzt mal einen super seltenen kaufen. Okay. 79 Gems für Penny. Und ich kann nochmal für 9. Ja, let's go. Ich habe noch 2 super seltenen gekauft. Alter. Nicht schlecht.
Und let's go! Und damit haben wir jetzt hier einfach nochmal beide Kit gekauft, dass ihr hier nochmal den neuen legendären seht. Hier nochmal auf dem Deathbild. Und Leute, damit würde ich sagen, beenden wir so das Opening Battle. Ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat. Ich glaube, es könnte ziemlich knapp gewesen sein. Wenn ihr auf jeden Fall nichts verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Schaut gerne bei Lukas vorbei für weitere Brawl Stars Videos. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao! Ciao, ciao!